So, wir sind mal wieder im Wald, Joche. Und was machen wir im Wald? Nein, da sind wir keine Räuber. Wir sind mal wieder auf große Pilzsuche. Groß ist gut. Bis jetzt habe ich da nur eine Kappe gefunden. Ein Hütchen. Und leider noch nicht so das, was ich haben will. Ah, ärgerlich. Aber es kümmt, Leute. Man muss halt nur die Pilze riechen. Nee. Nee. Manchmal ist es nicht leicht. Pilze suchen ist schwierig. Mal gucken, die Blicke. Ich melde mich gleich wieder, wenn ich einen gefunden habe. So, hier habe ich jetzt wieder einen. Muss ich nur gucken. Einen Moment. Ja, nee. Das siehst du, schade. Ah, ärgerlich. Von der Größe her wäre es schon gewesen. Aber nur halt nicht mit so viel Würmer drin. Guckt mal mit. Wenn ihr einen gesehen habt, dann schreit er, ne? Ja, man könnte ja auch Live-Aufnahmen machen. Ja. Aber das geht ja leider nicht, wenn das ein bisschen Wenn hier Internet nicht richtig da ist. richtig, wenn kein Empfang hier ist. Ja, wir sind da ziemlich weit weg. Das ist hier Merhoek. Das ist so ein bisschen plattdeutsch, holländisch angehaucht. Wohl der Stadtname oder der Ortsname. Und ich kenne das aus frühester Jugend. Hier war ich viel, hat man Unwesen getrieben, Wald, Spaziergänge spielen. Ja, und hier war immer toll, meine Jugendzeit. Haben wir Camping gemacht. Und ja, natürlich auch immer Pilze suchen mit Vater, Bruder. Manchmal war Mutter dabei. Aber die saß lieber gern zu Hause im Wohnwagen. Und da hatten sie ihre Illustrierten, ihre Zeitung. Da habt ihr nicht gesagt, da ist auch was, aber das, nee, das ist nix. Ne, bist du da? Speckpilze könnten das sein, aber da gehe ich nicht mehr dran. Die sind nicht mehr gut. Kein optimaler Pilz, also auf Dauer. So einmalig, zweimalig im Leben ist das in Ordnung, aber halt nur nicht öfter. Da ist auch was, irgend so ein Reizker. Ein Reizker. Komischer Name für einen Pilz, aber ihr wurscht. Guck mal, hier ist doch ein Weg rein. Siehst du, bis da hinten hätten wir. Da siehst du das, oder ihr. Bis da hinten, wo der letzte Baum so ist. Bis dahin hätten wir fahren müssen. Aber das ist jetzt hier alles auf Anliegerverkehr. Anlieger frei und wir sind ja keine Anlieger. Wir haben zwar ein Anliegen, Pilze suchen, aber das ist es ja nicht. Na, können wir besser hier. Macht er denn da? Ja, das Problem ist, er packt jetzt die Tasche voll mit irgendwelchen Ich habe gerade mit Pilzen. dem Handy gesucht. Was hat er? Ich suche, glaube ich, mit dem Handy, ob man ein Ergebnis kriegt. Ja, besser ist das, weil er muss nicht alles da einsammeln, der Lümmel. Könnt ihr denn sehen, da ganz hinten? Ich hole euch mal näher. Ja, jetzt besser. Da hockt er. Macht mit seiner Handy-App. Ja. Tja. Ja, viele gehen auch nur vorne an. Ja, aber bis da hinten hin, ne, das schaffe ich heute aber auch nicht. Ja, aber das habe ich schon, aber
Wir müssen ja den ganzen Weg auch nochmal zurücklatschen dann. Tee. Ja, packt was ein. Du sollst da nichts einpacken. Alles, was du da jetzt siehst, habe ich schon gecheckt. Du Chubby-Checker. Und denk dran, Kathi schimpft, wenn du die Pilze nicht abschneidest vom Boden. Ja, manche lassen sich nicht abschneiden. Die kippen dann schon so um. Dann sind die so durchwürmt. Ist ja schön hier, ne? Boah, ist das hier hübsch. Hier könnte ich mir so ein Haus vorstellen. Bei mir ist auch ein altes Bauernhaus. Mich wird das nicht jucken. Ich bin da nicht pingelig. Ne, da kommst du gar nicht durch. Das ist alles voll Brombeeren. Ach, eine große alte Kastanie. Schaut mal, wie groß und wie schön. Ganz dicker Stamm. Da brauchst du... Ach, da sind mehrere Stämme zusammen. Ja, auch schön. Ach, hier sind wir jetzt. Ja, das ist hier auch. Hier kenne ich mich auch noch wieder aus. Hat sich nicht viel verändert hier. Da sind so die, die so gerne Würmer haben. Ich halte euch mal eben kurz an. Nee. Nur weil der groß ist und die Tasche schnell damit voll ist. Nee, der ist dafür. Ja, hast du doch da auch. Du hast doch da auch Lamellenpilz in der Tasche. Ja, aber die Farbe nicht. Nee, geh mal weiter. Da sind so eine Pinkerfarben. Nee. Stockschwämmchen. Ja, das ist jetzt zum Beispiel wieder dieser Messer. Ja, wären die auch essbar. Ja, du bist süß. Ich verlasse mich doch nicht auf so eine App da, Schätzgön. Das ist ein gemeiner Riesenschirmpilz. Ne, alles schon zu weich. Haselass. Ich bin mir da überhaupt nicht sicher mit. Du musst auch mal nur wenigstens bei solchen Sachen auf mich hören. Ich bin da sehr skeptisch. Und das musst du sein. Tut mir leid, da musst du wirklich extrem sein. Weil ich möchte ja gerne noch ein paar Mal mehr Pilze essen im Leben und nicht nur einmal. Ja, der letzte Abendmahl oder so. Da lege ich keinen Wert drauf. Nee. Das sah jetzt aus wie Pilz. Ja, das ist jetzt hier auch wieder schon wieder ein komplett anderer Boden. Urwaldmäßig alles hier. Wow. Gruselig. Guck mal da. Das sieht so aus wie Stockröschen. Da geht auch ein Weg lang, ne, sehe ich gerade. Ja. Na, hier ist der Boden schon wieder anders. Hier ist schon wieder mehr Laub. Ne? Da musst du gucken, wo manchmal ab und zu mal eine Birke steht und Fichten wieder. Genau erklären kann ich euch das nicht. Das weiß ich nämlich auch nicht. Manchmal siehst du die gar nicht. Dann sind die so schön dunkelbraun. Und dann siehst du da gar nichts. Kommt man da durch?
Ist da ein Durchkommen da oder? Nee. Nö. Doch, doch, so einen dicken Laub. Ja, wir wollen ja nicht unbedingt von Zecken überfallen werden, Hase. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja nicht. Ja, wir wollen ja nicht von Zecken überfallen werden hier. Da ist der. Wenn der Pilz so aussieht, da ist halt so ein Rotschimmel. Oder wie heißt Goldschimmel oder Silber. Nee, Gold. Das sollte man dann auch liegen lassen. Dann ist der Pilz nicht an sich giftig, sondern das. Die Schimmelflecken sind giftig. Aua. Mein Knie macht das auch immer weniger mit da. Das bisschen Lichtung, siehst du, dann ist das schon wieder ein anderes Biom. Manche Pilze sehen aus wie Alien-Eier. Vor allem die Stinkmorchel. Kennst du Stinkmorcheln? Zumindest schon mal vom Namen her, ja. Ne, das sieht ja. Ich müsste jetzt eigentlich tüten, aber das sieht ja einem männlichen Phallus-Symbol sehr ähnlich. Ja. Aber wenn die noch im Boden sind, dann hast du so. Dann ist da außenrum wie weiße Eierschale. Innen drin hast du so einen richtigen Gelee-Ei. Und da drin siehst du dann was. In der Gelee siehst du dann was anderes, wie du was Weißes. Und das sieht so richtig wie ein Alien-Ei aus. Boah. Oder so wie so ein Kraken. Mit so fünf Arme hat das. In Knallrot. Die sind auch schön. Aber auch nur als Foto, würde ich es behaupten. Hallo. Ja, fleißig am Sammeln. Ja, versuchen wenigstens, ne? Ja, lohnt sich aber, oder nicht? Ja, eigentlich ja, ne? Also, hier, das ist auch die verkehrte Stelle. Man kommt nur mit dem Auto nicht weiter durch. Weil hier vorne, ich weiß immer nur hier vorne auf der Ecke, wo er so einen Knick macht. Ja, da kommst du mit dem Auto nicht hin, ne? Ne, das ist jetzt Anlegerverkehr und ja. So. Schade. Ja, viel Erfolg. Jo, okay. Alles klar, danke, tschö. Und dann wollen wir ja auch nicht, aber der konnte zwar gut durchlaufen, ne? Mit kurzer Hose. Ja. Immer so auf die Brombeer 2 getreten. Also das ist ein Trampelfahrt. Das ist der Trampelfahrt von gerade eben. Ja, der konnte so schön schnell da durchmarschieren, ne? Ja, das ist wie gesagt, das, man muss. Zwei kleine weiße. Kleine weiße interessieren mich nicht. Und dann gucke ich dran vorbei. Die lasse ich die Natur stehen. Hier ist so ein Weg. Einfach draufkriegen. Ja, ich will draufkriegen, dann ist die Haut ab. Was, eine Trombeere? Alles andere wäre Thrombose, wa? Mann, 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 Mann. Leute, passt mir bitte hier auf, ne? Hier. Nicht, dass ihr da mit den Augen da euch da. Guck mal, wie gefährlich. Das steht hier so quer beim Weg. Da ist der Weg.
Ja, und wenn du da mit den Augen dran ratscht oder mit dem Ohr, reicht schon, dann weinst du aber vor Schmerzen. Nee, hier kann nichts rein. Das ist hier zu eng. Zugewuchert. Ja. Ja, wo ist der denn jetzt? Wo kam der denn jetzt auch mal weg? Also hier geht es auch nicht mehr lang. Dann müssen wir durch. Vielleicht läuft er hier öfters. Ja, dann müssen wir da mal so. Am besten nicht so an die Äste großartig wackeln. Jetzt fallen dir die Zecken im Nacken. Hier ist ein schöner Boden, ganz weich und softig. Solange ich hier nicht irgendwo einsinke. Nee, die Moore sind nicht hier, die sind woanders. Ah. Was? War das schön? Da geht schon so ein Hügel hoch. Ein Hügel ist gut, ein kleines. Nee, das ist alle nicht. Können wir sogar versuchen, wieder auf die Straße zu kommen. Ja. Weil sollen wir uns hier die Beine brechen? Költchen, bei euch als unglaubwürdig. Wir schimpfen damit mich. Ja, siehst du da was, wo man da durch kann? Nee, da kommt man nicht durch. Nee. Ganz schlecht. Da müssen wir vielleicht mal hier hoch. Ja, nur ist ja kein Wald für Spaziergänge. Der sieht dann anders aus. Halt, meine Brille verabschiedet sich. Ah. Da bist du. Da bist du. Ja. Da drüben ist der Weg. Ja, ja, da müssen wir jetzt gucken, dass wir da irgendwie mal hinkommen. Dafür haben wir heute Abend Muskelkater, weil so oft die Beine hochheben, wegen den Brombeersträuchern hier. Das macht schön Muskelmieze. Muskelmieze. Geil. Das ist echt auch Brombeer. Ja, wie kommt man denn da? Aua. Das kommt nicht vor. Nee, da kommt man nicht durch. Ah. Yes. Wo bist du in der Fichte? Ich bin dann vorhin auch durchgelaufen. Aber. Ja, da, hierfür musst du dicke Lederklamotten haben, dann geht das, dann kannst du da durchrennen. Okay, wenn du da auf den Pin legst, dann hast du das Gesicht vertackert. Eingetackert. Geh mir aus dem Gesicht. Oh. Ja, das macht sich hier immer los hier. Ist ja romantisch, ne?
Aber da könnte ja einer mal mit der Machete durchrennen hier. Wie heißt der? Freddy Krüger? Nee. Der andere mit der Machete. Und der Eishockeymaske, wie heißt der nochmal? Jetzt müssen wir gleich nur gucken, dass wir da irgendwo auf the way kommen. Nee. Was? Nee. Nee, ich sag. Was? Schon kaputt? Nein. Da ist auch einer. Das ist aber, das ist jetzt so ein. Der hat einen Schwamm unten. Der ist ein Schwamm, ja, ja. Aber das, die sind sehr wurmanfällig. Da musst du ganz gucken, dass du ganz junge kriegst, die kleinen. Da sind noch keine Würmer so schnell drin. Na, ja, da hatte ich gerade schon geguckt nach die. So. Ja. Da waren hier die. Am Baumstumpf. Ja, schön sehen sie aus, ja. Geht das denn da durch? Achso, ich dachte, du wolltest jetzt da durch. Weil das sah auch so zugewachsen aus. Halleluja. Ja, ja, dann werden wir den nochmal ein Stück weit benutzen. Weil das ist hier so zu mit Gras und Brommelbeeren. Wer ist da? Ja, die hatte ich ja vorhin geguckt. Das sind gute, ja, aber halt auch immer sehr wurm. Dann kommst du aber wieder ein Stück weiter weg von dem, wo ich denke. Wenn du meinst, ich höre auch auf dich. Nicht, dass du denkst, ihr müsst immer alles nach mir machen oder so. Auf jeden Fall, wenn man weiter reingeht irgendwie. Ja. Hier war auf jeden Fall ein Pferd. Gerade habe ich einen Fußabdruck, einen Hufabdruck gesehen. Da. Nee, nee. Schön im Boden lassen. Böse. Auf Dauer wird's böse. Manche machen ja nur Magenschmerzen. Und manche machen Magenschmerzen und hinterher spürst du gar nichts mehr. Manche machen Hai und grüßen freundlich. Nein, die machen Hai im Kopf. Also hier sind schon mal mehr. Da hast du auch einen. Ja. Ja, so einen ähnlichen war gerade da hinten. Nee, aber das. Nee, das ist so nicht so. Ich sage aber, wenn du essbare Pilze gefunden hast und da ist. Wie heißt das nochmal? Goldschimmel oder so ähnlich? Der sieht nicht gold aus, das sieht so weiß-silbrig immer aus. Dann kannst du besser auch stehen lassen. Das ist nicht gut. Mein Gott, ist das hier ein gerader Stichweg. Ja, aber das Problem ist, wir sind jetzt wirklich hier an einer Stelle, wo alles durchmarschiert, ne? Die ganzen Camper, wenn die wenn die Langeweile haben, dann gehen die, dann sind die einfach hier alle. Ja, siehst du? Küken, passt auf. Da musst du aufpassen, du. Tee. So, jetzt haben wir hier so ein, auf eine Bank, so eine Palettenbank selbst gebaut, haben wir jetzt hier so ein Päckchen gefunden. Das ist ja kein Geo,
wie heißt das? Geotrashing? Geocaching. Catching. Jetzt bin ich mal gespannt. Erstmal, das ist eine Serviette. Und das ist jetzt hier. Ja, vielleicht darf ich das gar nicht zeigen. Wenn das jetzt ein geheimer Liebesbrief ist. Sind auf jeden Fall schon mal ganz viele Bewohner in dem Stück Papier. Keine Zeit. Kein Problem. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er nicht an uns interessiert. Kommt dir solche Äußerungen bekannt vor? Was soll das? Was ist das? Also nein, wir haben noch Infos, wie man Gott näher kommt. Das ist komisch. Also, wir sind von Gronau 100 Kilometer entfernt, also kann das ja auch nicht der Laurenzhof sein mit seinen Fahrten. So, ich tue das jetzt einfach wieder da so hin. Ich habe jetzt auch keine Lust dazu zu wickeln. Das ist nämlich komisch. Das ist nämlich eine Geschichte über Gott. Gott und die Welt. Und Gott brauche ich jetzt nicht so. Nein, ein bisschen. Aber guck mal, oh, guck mal, ist das schön. Oh. Wenn wir da ganz lang gehen, können wir Mais suchen, ja. Ja, Mais. Nur die kleinen Mais? Die ganz kleinen, da machen wir Maiskörbchen, süß-sauer. Boah, haben die lecker. Waren die lecker, ey. Ja, da ist ja alles Zuckermais. Da machen sie auch Zucker draus aus dem Mais. Das ist ja schon der richtige. Was? Du gehst hier nicht mehr über. Nein. Das ist schon gesät. Wahrscheinlich wird. Bist du bescheuert? Wieso? Weil das gesät ist. Da gehst du nicht drüber. Da, vor allem da drüben sind Bauernhöfe, die können dich sehen von da oben. Du Knaller. Du kannst einmal ganz lang laufen, ja. Das kann ja da hinten den Häusern gehören, das Feld. Und die möchten das bestimmt nicht gerne sehen hier. Okay. Der von unten auch so schön noch ist? Ja, vor allen Dingen von innen. Ja. Wenn er von innen so ist, dann ist er. Muss ich wieder gucken, Brille runter. Soll ich Handy halten? Das ist, da ist wieder Würmer. Siehst du die kleinen Löcher da? Mhm. Muss immer so ein Stück abschneiden vom Stiel. Ob du dann. Das siehst du immer ganz gut dann. Schade ist das immer, dann hast du da so ein... Immer noch einer. Immer noch. Ja, schneid mal noch ein Stück. Da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Dann kannst du den, da kannst du den Hut hier. Da. Oh, noch einer, ja. Jetzt kommen wir so langsam dahin, wo ich hin will, weißt du? Ich nehme die Tüte. Ja, genau. Und dann musst du mal hier, wo du stehst, das ist dann wieder ein... Also wenn du Goldsuche, auf Goldsuche bist, dann musst du da an der Stelle weiter gucken. Und wenn natürlich dann kleine dazwischen sind. Noch ein schöner? Kein Wurm, das ist gut, das ist doch sehr gut. Ja, die sind sehr schnell, werden die gewürmt. Gewürmt. Durchlöchert. Also da brauchst du nicht rein, da sind wir ja gerade von da aus, sind wir gerade gekommen. Aber ist schön, ja. Was habe ich jetzt hier? Das ist ein. Nee, guck mal, hier siehst du das. Das ist jetzt so ein Pilz, wie wir gerade gefunden haben. Und da ist alles dieser komische Schimmel da drauf. Sieht zwar, nee, ist ein Blatt. Sieht zwar optisch interessant aus. Von Weitem wie ein Bovist. Da kommt ein Auto. Ja, das, ja, die sind da hinten. Ist nur ein Rauschen in den Bäumen. Nee, doch. Oh, da kommt doch ein Auto.
da muss ja mal ein Stück tiefer gehen, ja. Keine Chancen, ne, schade. Ja, dann geht das durch, die Würmer. Und ich möchte ja kein Leben Fleischbeilage haben. Da bin ich konsequent. Was ist eigentlich ein Pilz? Pflanzlich, tierisch? Eigentlich ist eine eigene. Es ist ein Parasitenorganismus. Es ist eigentlich nur ein eigenes, ja, Lebewesen, kann man ja, ja so ruhig sagen. Es ist ein lebender Organismus, weil Pilze sind ja eigentlich im Zusammenhang mit den Bäumen und sowas. Ja, das habe ich früher mal gern gemacht. Guck mal hier. Da, siehst du? Da. Da bin ich auf ein Feld gegangen und dann habe ich so alte Fläschchen gesammelt. Die wurden damals immer so achtlos im Feld geschmissen. Ja, und ich habe die mal eingesammelt. Da habe ich ganz alte Medizinfläschchen, Schnupftabakfläschchen gefunden. Ja, das war so mein Hobby. Immer wenn der Bauer das Feld gepflügt hat, dann war ich wach. Musste ich gleich gucken gehen. Parfümfläschchen, alles. Halt, stopp. Muss ich näher wieder drehen. So hochkantene Filme mag ich nicht. Aber da hinten die Leute schmeißen mal raus, ne? Dann übernehmen wir das Haus. Ja, aber ich will das ganze Feld nicht dazu haben. Nee, das kannst du ja verpachten. Das brauchen wir auch nicht. Ich will es nicht haben, nee. Ein kleines Stück für Kartoffelkös, ja. Kartoffeln sind gerade so teuer wieder geworden. Die brauche ich dann nicht kaufen. Nee. Jetzt kommen hier schon Eichen. Eichenbäume. Wieder eine kleine Eiche. Eiche, weiche, Buche, Suche. Hört da bloß nicht drauf, wenn die Oma sowas sagt. Der größte Blödsinn. Der Blitz schlägt ein, wo er denkt, wo er hin möchte. Wenn er denken kann. Alles Eichenbäume hier. Da, Fichten. Boah. Jetzt musst du so überlegen. Da kommt jetzt gleich so ein T-Rex raus. Ja, das sieht doch, guck mal, sieht doch richtig urwaldig aus. Urwaldig. Nee, da gehe ich nicht rein. Aber von hier ist er eventuell gekommen, der Wanderer. Der Wandersmann. Ja, vielleicht wohnt er hier und kürzt sich da eben den Weg ab, weil er da zur Kneipe geht und da arbeitet oder so. Keine Ahnung. Vielleicht hieß er da Koch. Das war der Koch vom reisenden Mann. Ja, das wäre auch eine Idee. Dann nehmen wir da das Haus. Nein, wir nehmen das Haus nicht weg. Keine Panik auf die Tonik. So was tun wir nicht. Da, guck mal, Kastanienbaum. Ei, wie schön. Das ist das Kastanien. Das sind auch Esskastanien. Das sind aber andere Blätter. Nee, das ist aber eine Esskastanie, ist das. Die zum Basteln, die sind wieder anders. Ja, aber dafür sind die Blätter hier nicht. Die von den Tierkastanien, die man nicht essen kann, die nur halt Wildschweine essen, ist so eine grüne Kugel und da sind wenige Stacheln dran. Ja, da sind ja die auch Stacheln, die Blätter weniger. Sind anders. Ja, ein bisschen anders. Die sind, so als fünf gemacht oder drei. Die sind so. Da ist auch einer. Nö, da hinten ist auch noch einer. Die sind viele, du. Ja, aber die Blätter sind halt anders. Haben wir früher mal ganz gerne mal zwischendurch gesammelt. Dann kamen die in der Pfanne auf dem Gaskocher.
Dreh mal um. Das ist schon bald eine Rotkappe. Zumindest schimmert die rot. Aha, aha. Ja. Steinpilz, so wie er zumindest wirkt. Nee, doch noch nicht. Da siehst du. Ei. Mit leichten Rotschimmer. Als wenn der Lippenstift so verwischt wird. Wurde. Muss ja gleich noch gucken, dass die Heizung ankriegt. Oh. So, mal wieder kurz ein bisschen Pause machen für euch. Ja, wie ihr vielleicht sehen und hören könnt, haben wir gerade fürchterlichen Schiedwetter. Mieselregen, der ist schon mehr wie Mieselregen. Das kann dann höchstens alles vermiesen, ja. Schweinerei. Das ist böse. Alle werden mal nass und keine Almhütte. Ich finde das auch nicht schön. Ja, ne? Dann geh nochmal ein Stückchen hoch. Ihr könnt ja schon mal zurückgehen. Nö, ich guck ein bisschen mit. Oder? Ja, ach so, du. Dann lass dich von der Simson fahren. Ach, nicht so oder so, ich bin einfach nur. Riech mal. Das riecht so. Das war auch so eine Simson, ne? Da ist sie. Das war eine Schwalbe. Das war eine Schwalbe, aber es ist ein Gemisch. Und der Gemisch, das riecht immer so schön. Alles gleich, weil der Trabi stinkt genauso. Ja. Dann ist die DDR gar nicht mehr so weit weg hier, ne? Da sind wir schon bald an der früher deutschen, DDR-ischen Grenze. Auch nicht schlecht. Ja, aber das ist hier, genau das ist die Stelle hier. Aber das macht ja auch gar keinen Spaß. Ja, das darfst du auch nicht sagen. Ja, und du bleibst noch 10 Stunden hier laufen. Da ist das Wetter nicht gehört. 12, bis die Polizei und die Feuerwehr ihn gefunden hat mit Wärmebildkamera. Nee, er ist ja alt genug, den können wir erst nach 48 Stunden vermisst melden. Ach so, ja, ja, okay. Entweder sie gehen alle zurück oder keiner. Genau. Komm, die Kleine wird so nass, komm. Also das hat halt gar keinen Sinn. Hier ist ja auch schon wieder eine andere Ecke. Ich sehe das ja auch am Boden. Das ist schon wieder. Ja, wir haben Paare. Ein ganz anderes Biotop hier. Biom. Vielleicht sehen wir noch welche unterwegs. Ja, ja. Nee, hoch kann ich die Kamera nicht halten. Jetzt tropft mir das da rein. So, wie man immer sehen und hören kann, ja, das ist immer noch kräftig am Schütten. Ja, schäbig ist das. Ja, das sollte eigentlich ein bisschen Familienausflug werden auch. Ja, hier ist auch was Schönes. Na, sieht mal da. Siehst du das? Auch schön. Alles Natur. Ja, wenn das so regnet oder so. Ja, und man ist gerade. Sieht aus wie so ein Waldschrat. Ach so, jetzt, ich glaube, da war doch so ein. Bei Instaburg und Co. Germ oder Grem Motors. Ja, da war so ein. Einer auch mit so einem Schnäuzer und einem Bart hatte da, ich glaube den meins, aber da war so ein Schlanken, ne? Der hat ja nicht mit mir viel gemeinsam. Ja.
noch zwei ganz nasse. Ganz zwei nasse, ganz süße Helden. Ei, guck mal. Siehst du da die Pfütze? Böse ist das Wetter. Total. Das ist nicht schön. Das war auch nicht gewollt. Reisen. Alles gut. Wir hätten nur noch mal so einen Zuckerkarton mit Pilzen.